Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der B98. In Ramenau war in einer Kurve ein Mazda nach links abgekommen und mit einem VW im Gegenverkehr kollidiert. Dessen Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Einzelheiten zu weiteren Verletzten und der Schadenshöhe lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor.